Ey, bevor das Video startet, wollte ich darauf hinweisen, dass meine Freundin auch YouTube macht. Ich sag nur so viel, sie kann richtig gut zeichnen und ihr solltet unbedingt mal auf ihren Kanal gehen und euch das einmal reinziehen. Ob ihr ein Abo da lässt oder nicht, ist eure Sache, aber gebt ihr eine Chance. Sie ist echt gut. Was geht ab, ihr Kamnacken? Heute wird es wohl ein wirkliches 1-Minuten-Video, denn die letzten Videos habe ich immer überzogen. Aber diesmal hat das Thema halt nicht so viel Input. Ich wollte euch eigentlich nur ein paar Sachen zeigen, die ich in Game Design gemacht habe. Wir hatten die Aufgabe bekommen, das Spiel 2048 nochmal anders umzusetzen. Und unsere Aufgabe war, statt Schrift Symbole zu benutzen. Ich habe mich dafür entschieden, Haie zu nehmen und diese Haie der Reihenfolge nach wachsen zu lassen. Wer das Spiel 2048 nicht kennt, das Spielprinzip ist eigentlich sehr simpel. Du hast zwei Fische gleicher Größe und musst sie zusammenziehen, sodass sie einen größeren Fisch ergeben. Den größeren Fisch musst du wiederum mit einem gleich größeren Fisch kombinieren, um einen noch größeren Fisch rauszubekommen. Und das tust du, indem du nach links, rechts, oben oder unten wischst. Das Ziel ist es, so groß wie möglich zu werden. Das war's. Ja, und ich hab's Shark Fusion genannt. Es wirkt so, als wär's noch nicht vorbei. Aber Prostitution, ich bin raus.